Hallo zusammen, hier ist Spekulatius und ich gehe euch nochmal mit dem Eurotruck Simulator 2 auf den Keks. Im Multiplayer sind wir in der letzten Folge nach Klaksvík auf den Färöerinseln gefahren, geschwommen und nehmen jetzt den Weg zurück von eben dort. Das heißt, ich könnte nochmal gucken, was es in Tórshavn so gibt, aber da gibt es gar nichts zurück nach Island. Wir nehmen nochmal den Weg zurück nach Island. Habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Und transportieren 15 Tonnen Kleidung hier. 510 PS. Joi. Die lassen es ja ordentlich krachen hier. Ja, das probieren wir mal. So. Wie immer am Anfang. Licht. Und ich habe den Blick von draußen vergessen. Das ist unserer. Auf geht's. So. Machen wir uns erstmal wieder auf den Weg in die Hauptstadt nach Tórshavn zum Hafen. Und von da dann mit der Fähre rüber nach Island. Ach. Haben wir gerade sogar den Weg der Fähre gekreuzt. Wobei ich gerade noch so ein bisschen versuche, mir vorzustellen, wie das vom Weg her funktionieren soll. Jetzt ist mir die Anwendung mitten in der Kurve plötzlich weggesprungen. Und ich konnte schon weiter lenken, aber er fuhr geradeaus. Auch schön. Ja, es geht bergauf und da helfen die 510 PS auch nicht so viel. Was soll denn? Ah, ne. Jetzt kann ich mich auch zum Kreisel runterrollen lassen.
Hoch. Ah! Ein Gegenverkehr. Wie hieß der? Irgendwas mit Killing? Sehr vertrauenserweckend. So, jetzt können wir, glaube ich, ganz gut in den Ort reinrollen. Gibt es da eigentlich einen Autohändler? Müsste ich vielleicht mal auf die Suche gehen? Müsste, ne? Aber welcher von den beiden? Wahrscheinlich der rechte hier, von hier aus gesehen. Da kommen wir ja sowieso fast vorbei, ne? Wollen wir nochmal kurz einen Abstecher machen. Uns das mal an. Ist das hier oder wo? Ja, doch. Ja. Das ist tatsächlich eine Arbeitsagentur, ernsthaft? Super. Na schön. Wissen wir wenigstens, wo wir qualifiziertes Personal herbekommen. Im Falle eines Falles. Da ist der Leiter der Arbeitsagentur. Ging doch da rechts weiter die Straße, oder nicht? So. Hier dran vorbei. Sollen wir da noch einmal rumfahren? Wir machen das. Kurz hier um die Ecke. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Scania! Schau an. Merkwürdigerweise sind die um 3 Uhr nachts gar nicht auf Kunden eingestellt.
Geschlossen. Dann fahren wir mal rüber. So, einmal auf die Fähre. Jetzt muss ich rechts rum, okay. So, und auf geht's zurück. Ach, tatsächlich, die Fähre fährt dann zwischen beiden Inseln durch und deswegen haben wir dann eben die Strecke gekreuzt, okay. So, wir sind zurück auf Island und 5 PS ganz gut brauchen. Da war der Tempomat noch drin, deswegen hat er gerade versucht zu bremsen, okay. Na? Na, der schnurrt ja hier den Berghof in Kätzchen. Wahnsinn. Ja, ich bin mir echt unsicher, aber andererseits... Wenn das mal nicht der Fall ist, macht es eigentlich auch Spaß. Und man sich dann tatsächlich mit 20 oder 30 da hochschrauben muss mit 310 PS oder wie viel auch immer. So viel hatte, glaube ich, der Iveco Stralis. So, dann machen wir uns mal auf die Landstraße.
Da steht 50. Schon wieder aufgehoben. Autsch. So, dann rollen wir mal gemütlich ins Ziel. Ja, das Schöne hier oben ist ja auch, dass es tatsächlich gar nicht richtig dunkel wird, dass man immer so ein bisschen zumindest was sieht. Das ist ja in den südlichen Gefilden tatsächlich anders, da wird es dunkel. Gleich. Na? Okay, ganz so einfach ist es dann doch nicht am Berg. Danke für die Demonstration. Oh, da kommt ein Konvoi entgegen. Meine Güte. Mit Begleitfahrzeug? Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, aber...
Und da hinten kommt ein Nachzügler. Wo ist meine Mama? Der hat's dann bestimmt eilig, hm? Hab ich mal gedacht. Kommt noch einer, mal gucken, ob der auch dazu gehört. Nee, eher nicht. So vom Namen her. Die brauche ich nicht runterbremsen auf 60, die stellen sich irgendwie von selbst ein. Ah! Besser mit ein paar km/h weniger durch die Kurve. Ist gesünder. Ach so, 50 wegen Baustelle. Stimmt, da sind wir auf dem Hinweg auch vorbeigekommen. Dann satteln wir mal einmal ab, ja. Nochmal Gegenverkehr? Die NB-Express. Die Jungs habe ich glaube ich auch schon mal getroffen. Stellen wir doch einfach mal auf 60 ein und dann sonst hier ein bisschen gemütlich angehen. Hier ist ohnehin 60.
Ja, wunderschön. Lass uns noch mal dabei, da kommen gleich Isa. Oder zumindest Kurven. Man schlägt 40 vor, okay. Machen wir das doch. So. Noch ein Fjord, dann sind wir da, oder wie? Fühlt sich an, als wäre es schon lange, lange Tag, aber es ist erst kurz nach 6. Quatsch. Das war die Ankunftszeit. Halb 6.
die gerade stark nach unten geht, weil er mit unter Tempo 60 kalkuliert hier. Mehr Minuten als Kilometer. So, die Stadt hätten wir dann schon mal erreicht. Ach so, von da ganz hinten rechts sind wir gekommen. Okay. Hallo? Wenn ich grün hatte? Naja, egal. Nicht weiter reindenken. Was mit Kreisel? Dann bringt es nichts, sich schon mal links einzuordnen. So, und dann haben wir es gleich. Ja, sehr entspannte Fahrt. Bisher. Gucken wir mal, dass wir das Dickviech hier noch reinkriegen. So. So. Ach so, oder? Machen wir den Spiegel weg. Screenshot. Und die Fracht ist für die Entladung bereit. Dann satteln wir mal ab. Fortfahren. Können ja mal reinspicken, was es hier so als nächstes gibt. Ja, wir könnten wieder rüber nach Reykjavik. Ja, hört sich schon gut an, aber wieder nicht mehr jetzt, sondern jetzt wirklich beim nächsten Mal. Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuschauen, toll, dass ihr dabei wart. Freue mich, wenn ihr folgt, wenn ihr wiederkommt. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich verkrümmel mich. Euer Spekulatius.